furchtbar. Man denkt immer an sich und seine Familie, was wäre, wenn es mir passiert wäre. Also ich finde das verantwortungslos von Leuten, die das machen. Ich werde es einfach, keine Ahnung, es nimmt doch einen mit. Meine Tochter ist gestern nämlich nach Aalen gefahren. Wenn ich überlege, dass die um die Uhrzeit angekommen wäre, ja, da kriege ich Gänsehaut. Ne? Ist ja furchtbar. Wenn man auf der Straße unterwegs ist, denkt man gar nicht an sowas, wenn man einfach so weiterfährt. Und dann frage ich mich, was bewegt diese Menschen? Man ist empört und hofft, dass das nicht nochmal passiert und dass man solche Leute auch bestraft, die sowas machen. Ich sage dann immer, hoffentlich kriegen sie den Idioten oder die Idioten. Weil ich muss ja immer damit rechnen, dass sie auch tot hätten sein können.